Und damit, ja, willkommen zurück zu Random 2. Wir wissen nicht genau, was dahinter verbirgt ist, aber wir vermuten, das Ende naht. Ja, also die ganze Zeit war es entweder weißer Nebel oder gelber Nebel. Das hier ist halt rot. Das auf die harte Tour. Warte! Es wird nicht funktionieren. Anomalie. Tritt beiseite. Du hast es geschafft. Wir sind da. Das ist unsere Chance. Wenn wir die Saat hier aufhalten, ist es geschafft. Endgültig. Fäulnis wird eliminiert. Ich kann den Schild durchbrechen. Aber es wird meine ganze Kraft brauchen. Danach bin ich machtlos. Also. Sobald wir starten, gibt es kein Zurück mehr. Entweder du gewinnst. Oder. Sag schon. Oder das ist das Ende von allem. Anomalie. Deine Chance ist größer als null. Ich habe. Versuch, dir Mut zuzusprechen. Ja, danke. Sehr ermutigend. Komm schon. Lass uns loslegen. Bereit? Weiß ich nicht. Ich habe zur Auswahl. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich habe ein paar Fragen. Ich bin nicht bereit. Ich muss mich vorbereiten. Ach, das siehst du doch? Das sehe ich diesmal, ja. Ah, okay. Aber ich würde sagen, wir sind bereit, ne? Ja, so ein bisschen. Ich mach das. Du musst dich beeilen. Hey! Fremdling! Fremdling! Tritt ihn in den Arsch! Wo hast du die Pistole her? Ja, genau. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ja, das, naja, ich kann noch mitkommen. Ich. Ja, wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Guck, guck. Ja, hier bin ich. Hinter dir. Hinter dir. Hä? Ja, ja. Nein, hier. Guck, guck. Nein. Hier, andere Seite. Hey, psst, psst. Hey, nein, hier. Hier. Okay, lass weiter. Und er ist der Retter der Welt, ist klar. Oh Gott, oh Gott. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ich habe zu Hause den Herd angelassen. Wir sehen uns. Scheiße. Ja. Ich kann den Hund auch gar nicht vorschicken. So, jetzt. Ja, geh mal zum Abgrund. Ja, zum Höllenarschloch, kann man beinahe sagen. Ja, aber wirklich. Oh Gott. Okay, das sieht gut aus. Wie sie denn einfach stehen bleiben? Feiglinge.
Willst du mich verarschen? Oh, Vernichtung. Ja, so heißt er. Er ist halt klar. Vernichtung. Ich bin tot. Der hat mich echt vernichtet. Wow. Der hat sich voll um mich... Also, der verliert gut Energie, aber... Holy moly. Hm. Danke. Ja, danke. Hast du das Schild zufällig da? Nee, gar nicht. Ich muss gerade erstmal ausweichen hier. Mein Gott! Bin wieder tot. Ich kann mich auch nicht wiederbeleben. Also der Hund kann das nicht. Shit. Nee. Also das Ding ist... Viel mit diesem, laufen. Mit dem Elektro... frisst er verdammt viel. Ja, okay. Das habe ich gemerkt. Das habe ich eben gar nicht eingesetzt. Ja, also das Elektro-Ding umschalten und dann nur mit diesen Pfeilen drauf. Ja, alles klar. Ich glaube, dadurch knacken wir den richtig schnell. Auf geht's, Freunde! Aber da hat sich so auf mich eingefeuert. Ja, dann wäre es am besten, wenn du und dauernd immer ausweist einfach und ja, vielleicht ich einfach dann drauf schieße und wir uns da in dem Sinne abwechseln oder sowas. Ja. Mal, je nachdem, wer jetzt die Aggro bekommt. Ja. Ich glaube. Ja. Oh, das zieht aber ordentlich. Alter, Hälfte ist weg. Es sei denn... Oh, lol. Ah, der Hund macht nichts. Es sei denn, er hat eine zweite Phase. Oh, danke. Oh, da war wieder tot. Ich konnte mich nicht wiederbeleben. Oh, verschwinde. Ich zieh Leine. Nee. Ja. Also wiederbeleben können wir hier knicken. Ja, tatsächlich. Das Gute daran ist... Na gut, es sei denn, er hat gerade diese wo die ganzen Kugeln irgendwie aufreiht. Ja. Dann geht das noch. Das Ding ist, dir erlaube ich das. Du darfst einmal sterben. Weil durch den Skill Erlösung, den ich habe, ist Heilung und Wiederbelebung mit drin. Okay, ja. Das kann ich von der Entfernung machen. Ah, okay, das ist gut. Ja, gut, man soll es nicht herausfordern, ne? Aber ist gut zu wissen. Du darfst das einmal, ich nicht. Also nah ranlassen, alles drauf feuern, was man hat. Sie kommen! Eingefeuert. Alter Schwede, das war... Das hat er mich, glaube ich, wieder. Ja. Ja. Nee. Zum falschen Zeit abgerollt. Okay, mach ihn. Yes. LMG regelt.
Ich hab's mir gedacht. Oh, ich lebe wieder. Oh, what? Ja, ist genau klar. Ich bin tot. Also, da ging ja gar nichts. Ich kann dich nicht holen, da vergeht zu wenig Zeit. Ja. Oder? Nee. Das sag mir jetzt aber nicht. Also ich find's kacke, dass der Hund tatsächlich bei einem Bossfight nicht wiederbeleben kann. Ja. Das finde ich ein bisschen uncool, muss ich sagen. Wir müssen die erste Phase wieder machen. Ja, das kann durchaus sein. Aber das macht nichts, das kriegen wir schon hin. Es sei denn, gleich kommt die Sequenz für die nächste Phase, aber das glaube ich nicht. Ja, es wäre kein Dark Souls oder Souls-like Game. Natürlich. Ja, okay. Laufen. Okay. Gut weggerollt. Laufen. Okay, das war easy. Jetzt setze ich direkt die Blitze ein. Ja. Ich bin nämlich behalten. Okay, ich meine leider nicht. Na, ich habe meine behalten. Okay, dann mach. Wenn ich die Zeit dafür finde und bekomme. Holy shit, Alter. Da kann er es mal sein lassen? Ich bin tot. Komplett? Ja, komplett. Ich bin vorne über die Kante gerollt. Oh, na toll. Das ist nicht gut. Lol. What? Was zum... What the fuck? Was zum... Das ist heftig. Aber auf ein Drittel runter haben wir den auf jeden Fall. Ich muss mal die Finger brechen, um bei dem Boss hier. Boah, warte mal, das sehe ich aber nicht. Da müssen wir ganz kurz warten. Weil ich wäre dann hier doch dafür, dass wir warten, bis das Schild bei mir fertig ist. Ja, okay. Das heißt, jetzt für dich nicht sterben. Ja, ja. Vielleicht haben wir da noch irgendwie ein Skill oder irgendwas, was uns helfen kann hier irgendwie. Wo
Unsere verbleibende Zeit könnte nützlich sein. Welche Information? High-Effekt? Nee. Bald wird alles es ergeben. Wir müssen unsere Aufgabe beenden. Du näherst, stelle die ab. Brauchst du etwas, Fremdling? Rede schon. Wir haben halt absolut keine Rüstung gegenüber diesem Totenschädel da. Das ist das Problem. Nee. Ja. Na doch. Na wohl. Doch, dieser zweigartige Brustpanzer. Der hat zwar weniger Rüstung, aber dafür zwei auf diesen Totenkopf. Ja, dafür bekommen wir aber diesen Totenkopf halt zu wenig, glaube ich. Oder? Ja, fünf Totenkopf. Fünf Totenkopf? Fünf Totenkopf. Oder fünf Totenköpfe. Fünf Totenkopf. Aha. Wenn ich das so hab. Aber die Schadensverringerung ist halt auch wieder geil. Henkel kurz gemacht. Ich glaube, ich würde mein altes Relikt wieder einsetzen, wo ich dann 30% mehr Schaden mache, wenn ich unter 50% Gesundheit habe. Ja. Lebensraub. Ja, mal gucken. Erhöht Modschaden. Elektroschaden erhöht. Erhöht eingesammelte Munition um 50%. Na gut, das ist Munition. Gibt es noch was, was Schaden macht? Erhöht den Fernschaden basierend auf der aktuellen Waffenhitze um bis zu 20%. Ja, das Maschinengewehr. Ja, das wäre für deine auch nicht schlecht, glaube ich. Ja, den habe ich sogar, ja. Ja. Konstant. Also der macht wirklich gut Schaden. Aber... Okay. Erhöht das Wirktempo von Mods und Fähigkeit um 20%. Stein der kinetischen Kreislaufs. Ja, da muss ich aber den für die Munition halt wegnehmen. Ja. Ja, ich mach das mal mit dem 20% mehr. Und mal gucken, was das bringt. We will see. Okay, wir können. Ja, okay. Die erste Phase müssen wir so irgendwie hinbekommen. Die geht ja relativ gut. Ja, wenn man halt weiß, wie. Ne? Ja. Jetzt wissen wir ja so ein bisschen, was uns erwartet. Es geht los! Nicht mir. Ja, ich stelle mal meine Gärtlinge auf. Ja. Ich würde sagen. Jo. Ja, jetzt hat er sich komplett auf mich eingefeuert. Ja, don't sterb. Jetzt hat er mich wieder. Okay, so weit, so gut. Aber jetzt geht das ganze Chaos los. Also im wahrsten Sinne. Das mit diesem Messer, das finde ich halt so fies von dem. Ja, ist es tatsächlich. Oh Gott, Alter. Ja, man muss halt
Wenn das ansetzt, das Messer, musst du halt wirklich durchkriechen. Ja. Oder beziehungsweise so Ausweichrolle machen. Heil dich. Ich bin down. Ja, das ist nicht gut. Ich wollte gerade, ja, ich hatte nur noch einen so einen Energiebündel da, ein Paket. Ich schulde dir was. Das dauert zu lange. Ja. Das dauert echt zu lange. Alter, so. Alter Schwede, Alter. Ja, das ist heftig, Mann. Ja, bin down gleich. Boah, übel. Ich habe bei der zweiten Phase hier habe ich keinen Überblick. Ja, ich nehme auch nicht. Jetzt los. Ah, okay. Ah, ich verstehe. Das ist nicht gut. Ey. Ja. Müssen wir die Wurzeln in der zweiten Phase auch abschießen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Weil das wäre, wir haben ja das komplett weggelassen. Ja. Und sind nur auf ihn gegangen. Das würde ich mal probieren, weil die Wurzeln, die dann rauskommen an den Seiten immer, die ja. sind unten weiß und oben rot. Ich glaube, die weißen Stellen kann man abschießen. Kann man? Ich weiß es nicht. Lass mal probieren. Warte, ich muss mal ganz kurz die Ringe erstmal nochmal. Die Ringe der Macht. Umbauen. Alter Schwede, ey. Ja, okay. Und das heißt es wirklich am Ende bei uns, müssen wir noch ein bisschen leveln. Tatsächlich, ja. Bestimmt. Weil du hast ja, ich glaube, dein Ingenieur ist auch noch nicht auf der höchsten Stufe, ne? Nö, das ist er nicht, ne. Der hat ja, glaube ich, noch ein paar Gatlings. Ja, ich guck mal eben. Der hat, also ich bin bei meinem Helfer, ne, der Archetyp, den ich zuerst gewählt hatte, ist war Stufe 10. Hm. Und der Ingenieur auf 3. Oh. Ja, ich glaube, du kriegst ja dann noch einen Flammenwerfer und so eine Railgun, also. Ja, ja, genau. Also das ist momentan nur die Vulkankanone, die ich abstellen kann. Ja. Das Ding ist, ich bräuchte halt auch noch ein paar mehr, damit ich dann diesen Kugelhagel bekomme. Entfesselt die ganze Macht und das volle Tempo des Revolver halten. Erhöht die Feuerrate aller Fernkampfwaffen um 20%. Ja, das ist natürlich geil. Und die Nachladegeschwindigkeit um 50%. Und das mit dem Maschinengewehr? Ja, bitte. Ne? Aber, wir müssen es wohl noch ein bisschen probieren und zur Not dann müssen wir dann noch ein bisschen mehr leveln. Ah, wie geht's, Freunde? Freunde der Gewaltengebärmutter? Junge, jetzt macht er mich aber alle hier. Naja. Mich hat auch gerade ultra hart im. Das wird ja immer besser. Ich bin tot. Ah, okay. Nice. Das. Nee, ist nicht nice, aber ja. Ah, das ist. Ja, klar. Naja. Was habe ich denn da eben erwischt? Das konnte ich gar nicht genau sehen.
Okay, nochmal hinlaufen. Auf geht's. Willst aber auch wissen. Ja, was denn? Natürlich. Was sollen wir hier da so blöd rumstehen? Einfach rein da und dann geht das los. Den knacken wir nicht. Doch. Den knacken wir nicht. Na klar. Da muss man auch mal in die Niederlage akzeptieren. Immer dran glauben und dann passt das schon. Nicht bei Souls-like Games. Da bin ich raus. So, Jadler. Ruhe, Müll. Erstmal die Hörner abstoßen. So, jetzt gehe ich mal auf diese Wurzeln an der Seite. Ja. Wenn ich sobald das Messer unten hat, musst du drauf drücken. Ja, ah. Genau das. Nee, kann man nicht zerstören. Okay. Ja, also, also ausweichen und auf diese Blubbels warten. Ja. Oh Mann, ey. Oh fuck, bin ich echt down durch diese Kugel? Ach fuck, Mann. Ja, ich bin auch down. Scheiße. Aber das war gut, wir waren länger unterwegs. Das muss irgendwie zu knacken sein. Nee. Ich sag dir, das ist nicht machbar. Das weiß ich nicht. Aufgeben ist keine Option. Man muss eine Niederlage akzeptieren. Nein, muss man nicht. Nein, das ist Quatsch. Doch. Das ist ganz großer Humbug. Das ist bei Soulslike aber genau der Fall. Nee, genau, da musst du reinhauen. Du musst ja weiter lernen, einfach wie er funktioniert. Ja, dann lerne mal. Ja, hast du auch gesehen schon. Bei der ersten Phase ist auch schon mal nicht schlecht. Die zweite Phase ist einfach viel zu viel Chaos. Weil ich halt auch nicht weiß, von welcher Seite dann das Messer kommt zum Beispiel. Und das ist halt das Nervige. Wie kann man das ein bisschen ausweichen? Ach, fuck. Na gut, ja, das habe ich nicht gesehen eben. Ja, das habe ich aber nicht gesehen. Das war klar, dass es kommt. Boah, ja. Also wenn das sich einmal einschießt, sag ich jetzt mal, oder einprügelt auf einen. Da kommst du halt nicht weg.
Da schrappt er mit dem Gesicht auf den Boden lang. Ja, aber wirklich. Danke. Danke. Thank you. Bleib doch mal, also was ist denn mit dem? Okay, falscher Rhythmus, da konnte ich gar nichts machen. Ja, ich hab schon gemerkt, also den Move kann ich auch noch nicht. Was? Ich schulde dir was. Ekelerregend. Mehr Ekel als erregend. Ja, aber wirklich. Uncoole Sache das. Dabei war die erste Phase ja schon mal wesentlich besser jetzt, die wir gemacht hatten mal. Die aber jetzt ist schneller. Aber die letzten beiden haben wir auch nicht versaut. Ja, ist doch gut, Junge. Einfach nur der falsche Rhythmus beim Ausweichen. Ja. Wenn wir das nur haben, dann ist es ja ganz gut. Ich meine, wir holen den ja schnell von seinem hohen Ross runter. Das ist halt die Ausdauer, die uns ein bisschen fehlt am Ende. Ja, da haben wir halt nicht drauf geskillt. Unter anderem. Das ist krass, wenn du mit der Elektrowaffe einfach auf ihn schießt, ne? Nah dran, dann ist das mega. Ja. Das meine ich halt. Mehrmals. Ineinander prügeln von dem. Oh. Ja. Die von dem. Achtung! Sie kommen! Alter Schwede. Komm da mal runter, Junge. Erstmal wieder leben. Ich müsste wieder da sein, ja. Wenn ich ganz am Rand stehe, geht das eigentlich klar mit dem Schwert, das einmal quer rüber kommt. Deiner Seite rüber geht, ja, aber dann krieg ich's ab. Beziehungsweise umgedreht. Naja, genau. Musst du halt ausweichen. Das ist dann gleich wieder tot, wenn das weiß ich nicht. Ich kann keine Heilung einsetzen. Ja, tot. Weil er mich mit diesem Scheißfluch überlegt hat. Dieses, aber was auch immer der da hat. Mann, komm schon, lass mich doch da durch. Ey, das muss auch rum. Danke. Alles klar.
Ah, jetzt bin ich aber down. Ich weiß das zu schätzen. Es ist immer nur das Ausweichen. Der ist nicht schwer zu machen. Es ist immer nur das verkackte Ausweichen. Wir haben aber auch nichts, ne? Naja. Das Ding ist halt bei der Schwachstelle, also Kopf bei ihm. Ja. Da frisst der ohne Ende. Ja, das stimmt. Das ist es. Ja, dann auch nicht, warte mal. Hast du zufällig gereinigte Salbe im Inventar? Nein. Denn das veraltete Salbe. Achso, weil gereinigte Salbe habe ich nämlich einmal bei mir im Inventar. Das heilt den Leidenszustand verflucht. Und erhöht den Widerstand gegen Leidenszustände um 25. Ja, dauert 10 Minuten. Ist aber leider nicht das. Was? Was der verursacht, sondern das ist eine Störung, ist das. Ach so. In der Matrix. Natürlich. Muss mal so zu sagen. Was für die macht er? Das brauchen wir nicht. Okay. Nee, ist aber auch irgendwie nichts da. Bindungskugel. Verlangsamt alle Gegner im Umkreis von 4,60 Meter. 20 Sekunden. Ja, leck. Naja, na gut, naja, ja. Nee, auch nicht. Absorbiert. Naja, okay. Ja, da, tja. Nun. Aber wir probieren es noch einmal. Und dann gehen wir weiter looten und leveln. Ja, ich glaube, das ist dann wohl die bessere Lösung. Alter, der frisst dann doch ein bisschen einiges. Es geht auf dich, sehe ich schon. Ja. Habe ich aber diesmal. Ja. Und der darf die ganze Zeit auf mich wieder ein. Gewiss hat er mich wieder. Ja.
hässlich das ist. Ist es. Oh, ich bin runtergefallen. Oh. Oh, da geht's runter. Ist ja nicht so gut. Nicht wirklich, wa? Nee, ich dachte, da ist irgendwie eine Wand oder so. Weil das so aussah. Durch mir durch. Okay, na gut, dann müssen wir tatsächlich noch ein bisschen leveln. Ja, da brauchst du stärkere Flammenwerfer oder irgendwie sowas. Dann würde ich sagen, war es bisher reine Fail-Folge gewesen. Aber hey. Ja. Wir kommen wieder. Das gehört zum Ja. Genau. I'll be back. Gehört zum Prozess. Bis dann, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Und tschüss. Tschüss.